Hey, ihr Lieben, da ist sie wieder, eure Katrin, und ich freue mich, euch heute dieses Schätzelein vorstellen zu können. Gerade frisch eingetroffen, ja, Retrosaurus von Rewar. Total klasse. Also, ich bin mega, mega happy, Leute. Rewar macht was ganz Spannendes, und zwar Retrofiguren. Und das in super Qualität. Mega. Und woran erinnert euch dieses Exemplar? Denkt ihr da nicht auch irgendwie an den Film Gwangis Rache? Ja? The Valley of Gwangi in Englisch, ja? Ist das nicht cool? Maßstab 1 zu 35 mit dem Namen Mesozoic Rhapsody, ja, in der Valley-Variante. Ich habe mir das Teil vorbestellt, den und noch ein weiteres Exemplar, das ich euch im nächsten Review dann zeigen werde. Ja, und das coole Vintage Paleo Art Tyrannosaurus Rex. Aber ein T-Rex kann es unmöglich sein. Das wird wohl eher ein Allosaurus sein. Und auf der Rückseite der Verpackung, da sieht man es nochmal schön, ja, Retrosaurus. Hier haben wir das Exemplar, das ich euch gleich zeigen werde. Und scheinbar gibt es noch weitere Farbvarianten. Und den stelle ich euch dann als nächstes vor. Ist es nicht cool? Ist es nicht absolut klasse? Ich bin sowas von mega, mega happy. Ja, auch die beiden Farbversionen werde ich mir dann noch holen. Ja, und könnte es möglich sein, dass aus dieser Reihe vielleicht weitere Exemplare kommen? Also, ich meine jetzt weitere Dinos im Retro-Look. Also, das finde ich mega, mega spannend, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob es euch nicht am Ende genauso geht und ob ihr euch ebenso so Retro-Figuren wünscht in der Qualität, wie sie gerade Rewar zeigt und so weiter. Ja, also einfach wegen dem hohen Nostalgiefaktor. Ja, ihr Lieben, das ist die Verpackung. Ja. 21er Modell, brandneu auf dem Markt. Ich habe mir die Teile, beide, den und das andere Modell, das ich euch noch zeigen werde, im Juni vorbestellt und jetzt Ende August sind sie endlich bei mir eingetroffen. Ja, und jetzt holen wir das Schätzelein in der Valley-Variante mal ins Bild. Und da ist das Schätzelein auch schon in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit. Hat eine Länge von ca. 29 cm und eine Höhe von 20,5 cm. Ist ein schönes großes Teil, auch ordentlich schwer. Ja. Wird in zwei Teilen geliefert. Ja, man muss den Schwanz noch anmontieren und so weiter. Geht wahnsinnig schwer. Geht wirklich wahnsinnig schwer. Also, ihr habt mir da fast einen abgebrochen dabei. Und spannend finde ich eben diesen extremen Retro-Look. Und eine coole Idee, so ein Harryhausen-Modell. Ray Harryhausen-Modell nachzuempfinden. Ja? Also Gwangi aus dem Film Gwangis Rache. Ja, also der erinnert wirklich sehr, sehr stark an diesen. Ja. Er wird als T-Rex bezeichnet, aber eigentlich sollte es mehr so in Richtung Allosaurus gehen. Ja. Kiefer ist beweglich, wie bei vielen oder bei allen Reborn-Modellen. Ja. Das ist ziemlich spannend. Lässt sich maximal so weit öffnen und überhaupt sieht der nicht klasse aus. So ein richtiges Echsenviech, ja, so ein Urviech. Das ist eben das, was ich mit dem Begriff Urvieh verbinde, wenn das so richtig retro aussieht und eben so richtig Echsen-like, wie Dinos in den alten Darstellungen von Charles Knight und so weiter, ja. Mega. Ja, ein bisschen auch Fantasy-Look, ne? Also hier die Afterklaue, die hier wie so ein Hühnerfuß noch nach hinten abgespreizt ist, um dem Modell auch noch eine gewisse Standfestigkeit zu verleihen. Drei Finger an jeder Hand. Ein kurzer, stumpfer, sehr echsenförmiger Kopf, ja, der mehr so an Varan erinnert oder an andere Echsen. Ist ein Tripod, er stützt sich zum Teil auf dem Schwanz mit ab. Und jetzt nochmal ein Größenvergleich mit einem Papo Standing Rex. Ja, also da sieht man schon, wie groß das Teil hier ist. Ja, also ein schöner Brocken. Herrlich. So, und da haben wir das gute Stück auch schon aus der Nahansicht. Er hat ein goldfarbenes großes Auge mit einer schwarzen runden Pupille da drin. Ziemlich ausgeprägte Nüstern und ein ziemlich großes Gehörloch. Wirklich herrlich retro das Teil und auch die Zähne sind im Rebor-Style gemacht. Ja, sehen richtig echt aus. Ja, als wären es echte Zähne mit richtig Zahnschmelz drauf und so weiter.
hat ein Zahnfach bekommen. Das Maul schließt vollständig. Ja, innen drinne im Maul schöner Wetlook. Die Detailfülle schon im Gesicht ist wirklich enorm. Dieser Resiosterm hier so an der Wange ist bemerkenswert. Wirklich erstaunlich, was Rebo da so für Ideen hat. Bemerkenswert, wirklich schön. Also ich bin wahnsinnig begeistert. Hier mal der Kopf von oben, ne, so ziemlich breit, nicht schlank und schmal, wie man es auf modernen Darstellungen kennt und so, sondern breit, kurz und eine stumpfe Schnauze. Und auch die Detailfülle, wirklich enorm, absolut enorm. Hier diese Schuppen vorne an der Schnauze, die mir an eine Schlange erinnern. Ne? Die Schuppen hier so am Hinterhaupt, das ist wirklich bemerkenswert. Dann der Hals mit einer ausgeprägten Halswange, ne? Auch so wie man es halt von alten Darstellungen kennt. Wirklich verblüffend, sie ist auch recht schmal. Ne? Und von hinten der Hals sehr dick und muskulös. Da haben wir dann die dreifingerige Hand und die Arme lassen sich auch bewegen. Sind nur so eingesteckt. Da ist dann auch schon die Flanke und auch hier sind die Details wirklich enorm, ja. Unglaublich. Ja, spannend, was Rebo da macht, wirklich. Also als ich den zum ersten Mal so auf Bildern sah, dachte ich mir, meine Güte, das ist ja mega spannend. Mehr davon, gerne mehr davon. Also ich würde mir so in diesem Look oder überhaupt im Retro-Look auch noch Stegosaurus und Triceratops wünschen. Ja, diese ganzen richtigen Urviecher, die noch richtig nach Urviech aussehen, Iguanodon und so weiter. So im alten Look, das würde ich mir echt wünschen. Ja, schon wegen der Nostalgie. Ja, Leute, und hier wurde der Schwanz halt zusammengesetzt. Ne? Wie schön, dass man diese Fuge eigentlich faktisch kaum sieht. Und am Ende des Schwanzes hat er hier noch so die Osteoderme. Und der Schwanz hat kein Draht scheinbar drin. Der lässt sich nicht biegen wie bei anderen Modellen. Na, und ich möchte sie auch gar nicht drauf anlegen, der ist ziemlich starr hier alles. Und nochmal von der anderen Seite. Na. Schaut ihn euch an. Also wirklich, da hat eine Schlangenmodell gestanden, wie es scheint. Na. So einen richtigen bösen Blick, schaut euch das mal an. Ja. Wirklich absolut bemerkenswert. Heftig, das Teil. Ja, ich denke, der wird zukünftig auch zu einem meiner Favorites gehören in meiner Sammlung. Ja. Diese Retro-Modelle. So, und hier sieht man schon diese merkwürdige Afterclaw, ja, die sich hier noch abspreizt. Cool ist auch diese ganzen kleinen Schüppchen hier so unter der, also an der Fußsohle hier. Ne? Das ist super gemacht. Und hier Rebo 2021. Schön versteckt gezeigt. Das ist herrlich. Man darf auch nicht vergessen, das Teil steht ziemlich aufrecht. Dann wäre das nicht schön, wenn da am Bauch dann so ein. Ja, so ein Gütesiegel und noch ein paar Herstellerhinweise draufstehen. Ne? Und der trägt das da wie so ein Schild vor sich her. Oh, herrlich. Und dann nochmal der Bauch von der Unterseite. Wird hier ziemlich ledern gezeigt. Ne? Mit winzig kleinen Schuppen und so. Brust ist hier auch recht flach und knochig. Also wirklich, was für eine Idee. Und hier haben wir unseren Retrosaurus Mesozoic Rhapsody einmal in der Ansicht von vorn, hier einmal in der Rückansicht, dann die Komplettansicht von oben, also er biegt sich hier ziemlich zur Seite und einmal in der Komplettansicht von unten. Tja ihr Lieben, das war es auch schon, das Review zum 2021er Maßstab 1:35.
Vintage Paleo Art T-Rex, der eigentlich mehr so ein Allosaurus darstellt. Und zwar in der Valley-Variante, ja, Mesozoic Rhapsody oder auch, ja, wollen wir ihn nicht Gwangi nennen. Und ich für meinen Teil klinge mich dann wieder aus, sag tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer, Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!